Mal gesagt, dass Sie sich da nicht haben durchsetzen können. Vielleicht, es ist ja noch ein bisschen Zeit, vielleicht können Sie ja Ihren Koalitionspartner und unseren Innenminister noch ein bisschen bearbeiten. Aber ich möchte noch mal was dazu sagen, warum wir auf den Antrag gegangen sind. Wenn Sie sich erinnern, beim letzten Mal war es ja eher zu spät der Stunde. Da hatte ich doch glatt den linken Antrag als unseren verkauft und natürlich zugestimmt. Aber deswegen wollten wir natürlich diesen Antrag nicht nur mit unterstützen, sondern sind jetzt Antragsteller. Das, was Herr Friedrich gerade in Bezug auf Asylbewerberleistungsgesetz in den letzten Tagen gesagt hat, gerade das, dass er migrationspolitisch argumentiert und sagt, es gibt die Flüchtlinge, die Asylbewerber, die haben die Leistung, die haben die Leistung. Und dann mit Sachleistungen kommen und noch dazu sagt, das können dann die Länder einzeln klären und vielleicht kann man sich ja dann in Anführungsstriche sehr zynisch gesagt Flüchtlinge vom Hals halten. Das halte ich gerade in der jetzigen Debatte für wirklich rückwärtsgewandt, feindlich orientiert und wir haben ja wie gesagt unsere Herren da an der Fensterfront, die da dann wieder aufspringen und den vermeintlich rechten Rand vielleicht in der Bevölkerung nochmal zu motivieren, hier wieder Politik zu machen. Ich denke, das kann ich für uns Bündnis 90, die Grünen, denke ich auch für die Linke und wahrscheinlich auch für Teile der SPD sagen, das geht so nicht, das ist nicht die Politik von Deutschland, das ist nicht die Politik von Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden selbstverständlich diesen Antrag unterstützen und ich beantrage die namentliche Abstimmung, da wir dann doch sehen wollen, wie die Einstellungen der Abgeordneten der verschiedenen Parteien sind. Eine Partei, das wissen wir jetzt schon. Aber lassen Sie mir einen Satz noch, lassen Sie mich bitte noch einen Satz zu Herrn Friedrich sagen, weil es hat mich wirklich heute Morgen erschüttert. Unser parlamentarischer Geschäftsführer von den Grünen, Volker Beck, hat sich heute Morgen eben auch dazu geäußert, dass das Grundgesetz eben die Menschenwürde garantiert, egal von Herkunft, Geschlecht, Identität. Und ich denke, das muss für uns als Bundesbürgerinnen und Bundesbürger Gesetz sein. Und ich finde von daher diese Thematik, diese Debatte wirklich unerträglich. Ich muss das hier wirklich so nochmal sagen, weil es erschreckt mich, weil es zeigt die latente Ausländerfeindlichkeit, die offensichtlich immer noch in der Mitte der Gesellschaft ist. Und es ist hier heute ein Zeichen, hier auch Position zu zeigen, meine liebe SPD, weil hier ist politischer Brennstoff drin, hier werden Rauchbomben gelegt, die hoffentlich nicht zündeln. Und ich kann Sie nur ermutigen, hier heute den Mut zu haben und mit Ja zu stimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.